Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Ich bin immer noch damit überfragt, was ich hier machen muss. Was sind das eigentlich? Das sind ja auch Runen. Damit vielleicht irgendwas machen. Warte mal, die sehen ja hier zwei Striche, ein Punkt, ein Strich und eine Klammer, würde ich sagen, ist das. Gibt es die hier auch? Da sehe ich links, vierte von oben, zweite von links, zwei Striche, ein Punkt. Das aber gerade nicht. Muss ich damit irgendwas machen? Muss ich von links nach rechts lesen, was irgendwie machen? So, warte mal. Ich habe hier zwei Striche, ein Punkt, ein Strich, eine Klammer. Gibt es die irgendwo hier? Zwei Striche, ein Punkt, ein Strich unten. Und dann ein Strich und eine Klammer. Da oben. Die wiederholen sich. Ab hier wiederholen die sich. Okay, dann wahrscheinlich. Warte mal. So. Dann muss ich hier wahrscheinlich den hier reinpacken. So. Nein, ich möchte den nicht removen, ich möchte den gerne drehen. Warte mal, was war dann der nächste? Also zwei Striche, ein Punkt habe ich. Dann ein Strich und eine Klammer. Und direkt da drunter. Ah, warte, 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 da sind rote Dinger. Den habe ich jetzt einmal raus. So. Warte. Hier, ich sehe schon, da bei der... Warte, wenn ich jetzt... Nein, das ist das Falsche. So. Wenn ich... Da, wo jetzt mein Kopf ist... Ich glaube, in der Reihenfolge muss ich machen und beim Roten muss ich die rein. Was ist der Rote? Das ist das Dreieck. Das ist da unten rechts. So. Und in welcher Reihenfolge sind die? Ich will das sehen. Strich Klammer, Strich Strich Punkt und dann Punkt Strich. Okay, Strich Klammer ist das erste. Dann. Warte. Das war dann danach. Strich Strich Punkt und dann Punkt Strich. Der hier jetzt. Und dann der hier. Dann müsste das jetzt doch klappen, oder? Ja!
Alter, so einfach, wenn man seinen Kopf einschaltet. Man muss sich das mal genauer angucken. Einfach einmal hier das Rote und dann hier. Die Roten sind ja da. Und die, die hier auf Grau sind, habe ich als Rune mitgenommen. Okay, jetzt gucken, wo ist die Tür jetzt aufgegangen? So. Wo war denn jetzt die große Tür? Die war jetzt hier unten irgendwo, ne? Ich glaube, die war hier. Da. Da ist die Tür, da wollen wir hin. Die ist auf. Ich hoffe, wir überleben das bis... warte mal. Erstmal wieder den Säbel. Jo, wir rennen durch. Keine Lust gerade zu kämpfen. Das überleben wir nicht. So, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wir rennen aber nur geradeaus durch. Daneben, haha. Toll. Nochmal zurück. Aus dem Weg. Der bitte auch. Dann daneben. Geh ich nochmal hier rum. Hier rum ist nichts. Was machen wir jetzt? Gegen die kämpfen will ich jetzt gerade nicht. Ja, muss ich jetzt noch mal eine Runde gehen. Runde drumherum rennen. Come on. So. Versuchen wir das jetzt noch einmal. Hier die Treppe hoch. So. Und darüber. Hier können die mir jetzt nichts. Wer weiß, vielleicht ist hier oben was. Ich glaube, ich sehe wohl. Ich muss an das Seil. Ein bisschen drehen, ja. Ich mache hier auch nochmal ein Safe Game. Nein, weiter runter, weiter runter. Ich gehe mal von aus, dass ich da vorne hin muss. An das Seil. Und durch diese Luke. Ja, geil. Und noch einmal. Oh, das Schwingen ist aber heftig. Okay, geil. Haben wir geschafft. So, da müssen wir einmal drüber springen. Jetzt ist die Frage... Ah, wir sind bei dem Dude. Aus dem Weg! So, hier jetzt rein, hoffentlich. Ja, hier geht's rein. Ich hoffe, hier kommen wir auch weiter. Nicht, dass hier eine verschlossene Tür ist. Okay, interessant. Nur für den Hebel. Ja. Schnell, Cyrus! Autsch. Aus dem Weg. So. Hier hin. Ich werde nicht gegen alle hier kämpfen.
Nein! Zu früh gesprungen. Und alles nochmal von vorne. Nein. So. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, was denn da bei mir hier im Hintergrund? Das ist ein Pferd von Cyrus. So. Und nochmal. Dann machen wir das. Dann schaffen wir das jetzt gleich noch einmal. So. Und dann machen wir das gleich mal anders. So, wir müssen eh an dem einen Dude da vorbei. Und ruckel, ruckel. Ohne Ende. Ich weiß nicht, was der gegen mich hat. Ich laufe hier doch nur rum. Was für Traitor? Ihr seid in mein Land einmarschiert und habt meine Schwester keine Ahnung was angetan. Eigentlich Cyrus Schwester, aber egal. So. Dann machen wir das. Und rennen nochmal so zurück. Anstatt hier runter zu springen, rennen wir einmal so. Ja, alles klar. So, einmal den kompletten Weg hier wieder zurück. So, und hier. Ja, geil. Dann machen wir hier jetzt ein Safe Game, weil wir haben die Tür offen. Zu schnell gerannt, okay. Können wir eigentlich jetzt gleich hier entspannt rumlaufen? Ja. So einmal drehen. Nein. Nicht so. Sondern einfach ganz normal drehen. Zu weit. Und versuchen. Hoppala. Steckt das wieder ein, Cyrus. Einmal ein bisschen drehen, noch mal ein bisschen drehen. Und jetzt. Okay, das wird so nicht funktionieren. Nein, das wird so echt nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen wirklich den anderen Weg dann nehmen. An dem Jutta vorbei. So. Aus dem Weg. Ich bin kein Traitor. So. Der steckt da hinten noch fest. Ich hoffe, hier kommen wir an dem einen Ding da. Nee, kommen wir nicht dran. Das heißt, wir müssen doch komplett an dem vorbei und da diesen einen Weg nehmen, wo wir 10 Schaden bekommen. Gut, dass er uns jetzt nicht getroffen hat, der Dude. Das finde ich jetzt aber heftig. Dass wir wirklich jetzt den Weg nehmen müssen. Aber wir machen das gleich mal anders. Ich habe so ein Gefühl, hier ist es auch sehr, sehr tief. Dass das keine gute Idee ist. So. Dann machen wir. So, aua. Jo. 10 Schaden trotzdem bekommen, aber egal.
one of the pirates. Aus dem Weg. Und ja, jetzt haben wir es geschafft. Die kommen hier jetzt nicht durch, ja? So, dann machen wir jetzt hier ein Save Game. Wir sind jetzt soweit. Game Saves sind das Wichtigste. Vor allem, man muss das alles noch selber machen. Da freue ich mich schon aber auf Morrowind, weil da können wir ohne. Also, beziehungsweise die Morrowind Mod. Ah! Red Guard. The one recently put into the catacombs. The one named Cyrus. He has escaped. What? He is nowhere to be found, sir. We are combing the streets for him now. Escape is impossible from the catacombs. The traps and so forth, right, Fran? I hear you. Thank you, Guardsman. Carry on and keep me posted. Okay. I underestimated the Red Guard. Bah! Overestimated the dungeons of our enemies, more likely. Never trust another man's death traps. Double the guard immediately, and increase the patrols in town and along the waterfront. Ich habe ein ungutes Gefühl, was? Must not find his sister. Leave him to me. Ich habe gerade echt ein ungutes Gefühl. Aber warum ist dieser eine Dunkelelf auf der Seite von den, ja, von diesem einen Tutor, von Rickton? Ah, hier sind die Katakomben. Okay, machen wir hier ein Safe Game, wir sind wieder draußen. So. Und jetzt ganz schnell, ganz dringend, wir haben ja ein bisschen was an Gold gefunden. Wir haben jetzt 310 Gold. Das sind einige Health-Potions, die wir kaufen können. Die sind wichtig. Die brauchen wir jetzt ganz dringend. So. Müssen wir einmal da lang. Ich hoffe, die Wachen, die hier rumlaufen, attackieren uns jetzt nicht. Werden wir jetzt angegriffen? Bin mir jetzt da nicht sicher. Der greift mich jetzt... Doch. Die greifen mich an. Okay, wir gehen erstmal hier ganz schnell durch. Hier sind wir jetzt erstmal nicht so sicher. Aber wir gehen trotzdem hier jetzt rein. Die Magiergilde. Wir brauchen Health Potions. So. Müssen wir erstmal mit der einen Nervigen hier nochmal quatschen. Talk to Felicia. Felicia. Welcome back. Komm, wir fragen mal hier die anderen Sachen auch mal aus. Maybe I could speak to somebody in the upper cabal. Sure, you'll be right after me. As soon as you get 10 years of apprenticeship under your belt and can cast an alter reality spell. The new Archmage Dagonfear, he doesn't talk to nobody. And we make everybody else in the guild do likewise, except for me, since I run the shop. Okay. Archmage Dagonfear Battlespire. Who is the Archmage? Human named Dragonfear, a real hard case. Doesn't really have enough secrets to be Archmage. But the last one was killed at the Battle of Stros Mackay, so there was a vacuum to fill. Okay, Dragonfear. Do you think Dragonfear knows anything about Azara? Wouldn't tell you if he did. He doesn't talk to mundane. And he's too busy studying for the Battle Spire to be seen lately. What's the Battle Spire? A war college set up by the Empire to test its battle mages. An elite mages guild, really.
Archmage Jagendreer's got his sights on the battle spire recently, though why anybody would want to hang out with those losers is beyond me. Okay. Also, Battle Spire ist für die Kampfmagier der Kaiserlichen. Habe ich das richtig verstanden? Ist das jetzt so ein Foreshadowing für das Spiel Battle Spire? Weiß ich nicht. What happened to the last Archmage? Woe is Redguard Blood got the better of him. He died in the Battle of Strozmakai, fighting alongside the Prince. Okay, Battle of Strozmakai. The Mages Guild helped the Crowns in the battle? Not the Mages Guild, just former Archmage Loa. He was a nationalist as well as guild member and couldn't help himself. Got killed for mundane politics. Ah, okay. So, Empire fragen wir auch nochmal. So. Has the Empire interfered with the Mages Guild yet? Of that I am not at liberty to say. But shall say, Archmage Jagenveer is trying to stay on their good side. He's got his greedy eyes on the battle spire. Okay, das führt mich wieder hierhin. Gut, dann können wir jetzt aber mal Items kaufen. Wird jetzt wieder 1000 Jahre dauern. Magical potions of all sorts. Jo, Healing Potion. I'll take a Healing Potion. Okay, that'll be 25 gold. Ja. Thanks. I'll take a Healing Potion. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr als das Gold für Heiltränke. Thanks. Für mehr brauchen wir das Gold hier gar nicht. I'll take a Healing Potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. So, I'll take a Healing Potion. Okay, that'll be 25 gold. Ja, 25 gold. Schade, dass ich das nicht überspringen kann. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. Komm, nochmal. Okay, that'll be 25 gold. So, einmal die Steuerungstaste spammen. I'll take a Healing Potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. Bis das Geld alles. A Healing Potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a Healing Potion. A Healing Potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll so, aber gleich müssen wir auch mal schauen, wo okay, der Leuchtturm ist. Be 25 gold. Thanks. I'll take a Healing Potion. Und wir müssen noch die DWMA-Quest auch noch erledigen, fällt mir gerade ein. Thanks. Für den einen Hochelf, den Verrückten da. Müssen wir auch noch mal unten rein. Und den Berg da wollten wir auch noch erklimmen, wo die zwei Brücken sind. Okay, den Weg da müssen wir auch noch finden. Okay, haben wir nichts mehr an Gold. Come back again. So, wie viel haben wir jetzt an Healing Potions? Wo sind die Healing Potions? Da, 12 Stück. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir jetzt hier auch nochmal ein Save Game. So. Wer ist denn der Dude? Nochmal. Da gehen wir. Can I have a moment? Are you slow boy? Bingo! Was war das denn für eine Handbewegung von ihm? War sehr, sehr falsch gerade, fand ich. Oh. Ja, okay, dann sehen wir uns mal gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Ja, das Spiel ist einmal kurz wieder gecrashed. Finde ich schon mal super von solchen Spielen. So, was denn damit jetzt eigentlich? Get Water. Ah, warte. Ich habe eine Idee. Wir haben hier Glass Bottle. So, dann Glass Bottle with Pure Water. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Aber gut, dass wir das jetzt haben. So, die Wache ist jetzt hinter uns her. Warte mal, erstmal wollen wir... Und wir verlassen mal die Stadt. Oder...
Wir riskieren es mal gegen den einen Dude, der da hinter uns her ist. Der da unter der Brücke feststeckt. Ich glaube, der ist kein Problem mehr. So. Okay. Oh, geil, der hat einen Health Potion. Boah, das ist aber gut. Wenn wir die jetzt alle ausschalten dürfen. Da haben wir den nächsten. Die scheinen aber schwach zu sein. You're quite resourceful. I'm quick to pay for that one. No, he's on. Yo, geil. Was hat der? Okay, nur 7 Gold. Boah, gucken wir mal. Hier müsste es doch noch mehr Wachen geben. Ist das hier eigentlich? Open Door. Ist das hier eigentlich der Leuchtturm? Ah, da haben wir den nächsten. Ich bin kein Rebell. Ihr seid nur Scheiße zu mir. So. Okay, Stärke Potion haben wir auch schon mal. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das hier der Leuchtturm ist. Nee, sieht nicht wie ein Leuchtturm aus. So, dann muss es hier aber noch irgendwo eine Wache geben. Das sah wie ein Leuchtturm aus, das da hinten. Ist jemand hinter mir her? Ich sehe hier keinen. Das hier könnte doch ein Leuchtturm sein, oder? Nee. Auch kein Leuchtturm. Was macht der denn da? Lakeen. Hallo da. Lakeen? Oh, you again. So. Okay, der hat nichts Neues. We'll talk later. Ist das hier jetzt aber? Open Door? Locked. It won't fit. Okay, das wird nicht. Ah, okay. Mit S gehe ich automatisch aufs Schwert. Dann muss ich das nicht im Menü selber ändern. Das könnte aber auch der Leuchtturm sein. Hm. Gucken wir mal. So, okay, ich muss trotzdem. It won't fit. Okay, wo ist der Leuchtturm? Egal, wir gehen dann erst einmal. Hoppala. Das hier ist auch noch ein Weg. Wo geht der denn hin? Ah, zum Strand. Okay, alles klar. So, dann gehen wir vielleicht mal lieber runter in die Stadt. Also, ja. Gucken vielleicht, ob da der Leuchtturm ist. Oder wir gehen mal dem anderen Jutta helfen. Hier diesen Hochelfen. Was ist denn das da eigentlich? Der hat ein Schild. Für was Smiths. Jetzt bin ich gespannt, was ist das für ein Laden? So. Yes. Oh, hi. Greetings, my lady. I am Cyrus. A sentinel accent, isn't it? I am Cassandra, Silversmith of Strozmakai. Pleased to meet you. So, Sentinel. Are you from Sentinel originally? Yes. I owned a shop there for 6 years. On Market Street, perhaps you know it.
Sentinel is overcrowded these days, and when I heard of a business for sale here, I decided to take the chance. So far, I haven't had too much trouble from the locals. Trouble from locals? Why would the local people give you trouble? Four Bears aren't exactly popular around here, you know. I've never been much involved in politics, but I always supported the Four Bear cause. Before the war, all that didn't matter. I had many friends who were crowns, but things are different now. New in town? You're new here, then. Arrived only 2 months ago. I'm still trying to get things sorted out. The former owner must not have cleaned this place for 20 years. There was so much junk piled up. I tossed most of it in my warehouse next door just to get it out of the way. Okay, former owner? The old silversmith. He left because of the war? He died, actually. Können wir hier eine bessere Waffe? I bought the shop from his estate. I guess there was some kind of incident in the old quarter where the most powerful crowns lived. Sorry auch, wenn ich dazwischen quatsche, aber... Warte. Ich kann hier jetzt... nichts kaufen, okay, schade. I'm looking for my sister Azara. Do you know her? I'm afraid not. I have few friends here as yet. I'm hoping that as time passes, things will get back to normal, but the war is still too fresh for people here to forget that I'm a forebear. How has Stros Mackay fared under Imperial occupation? It's suffered greatly. The incident in the old quarter seems to have left the city in shock. The Crowns lost the war, after all. You can't expect them to get over that in a few months. So, okay, Restless League. What can you tell me about the Restless League? I know I sound just like every other forebear, but they were nothing more than pirates, using the Civil War as cover for their crimes. They were a black mark on the Crown's cause from the beginning. The destruction of the League is one of the few good things to come from the Empire's victory. Destruction of League. So the League has been wiped out? As far as I can tell, they haven't been seen in Stros Mackay in weeks. Their last hurrah was blowing up the governor's flagship, a pointless gesture which only spurred Rigton to finish cleaning out their organization from the city. Rigton? What do you know of the new provisional governor Rigton? Ruthless to a fault. Served him well during the war, but not a trait guaranteed to win loyalty in a new province. I wonder how much Tiber Septim knows of what Rigton is up to here in Hammerfell. Okay. Tiber Septim, the colossus of our generation, Tamriel's new self-proclaimed emperor. What's your take? The Empire's expansion has proceeded according to the merits of the Emperor's servants. By all accounts, Septim's governor in High Rock has ended the feuding of the Witch Kings there with tact and skill. The Emperor's representative here, in Stros Mackay, is not of the same caliber, and the Emperor is viewed dimly as a result. Okay. You call it the Empire's victory. What of the Forebears? Please, I'm not one of the Forebear fanatics. Anyone can see that Baron Volog was used, then cast aside by the Empire. He hoped to be King of Hammerfell, but who has seen him since his supposed victory? Baron Volog? You disagree with Baron Volag's decision to ally the Forebears with the Empire? A gamble that he lost. As a Forebear, I supported Volog's claim to the throne of Hammerfell. I never supposed he was infallible. But the war's over now, and the only thing to do is make the best of the new situation. A philosophy all crowns should embrace, if you ask me. Okay. So, smuggler's den from... I've been told of a smuggler's den under the cartographer's shop. Have you heard of it? Sure I have. Smuggler's den. Ha! A pretty grandiose name for a place where the local boys go to get away from their wives and play cards. So do you think it's nothing more sinister than that? Well, I've heard rumors it was connected with the Restless League, but they're hard to take seriously if a joker like Lakeen could get in. Okay, Forbius. I admire your courage. A forebear and the crown capital. When I first arrived, the Restless League made a few threats, but the Empire seems to have them under control now. Forebear and Crown. That's all in the past anyway. Hammerfell is part of the Empire now. At least we finally can stop killing each other. Okay, incident in Old Quarter. Do you know what happened? It was before I arrived. The people here tell some pretty fantastic stories. As near as I can figure, the Crowns burned their houses down around their heads rather than surrender after the Imperials took the city.
Some would call that admirable, but I think the Red Guards put too much stock in zealotry. One Sentinel. I haven't been back to Sentinel since before the war. How did it fare? Better than Strosmakai. Before I came here, I thought the stories I'd heard were just Crown propaganda. The Crowns recaptured Sentinel just before the Empire intervened, but it was nothing like this. Strosmakai was the center of Crown resistance, and I suppose the Empire is making an example of the city. What does Lakeen have to do with the smuggler's death? Oh, I really shouldn't gossip, but I'm sure you won't tell anyone, will you, Cyrus? Seems he was gambling at the smuggler's den and lost his wife's antique silver locket. He came to me, desperate to have it replaced so she wouldn't find out. I'd have been glad to help, but I couldn't reproduce it simply from his description. Poor fellow, he went away quite crushed. Okay. Perhaps we can speak later. Okay, dann würde ich sagen, Chrysandra heißt sie, okay. Dann würde ich aber sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter. Ich überlege mir, ob wir das nochmal mit dem Smuggler denn ausprobieren oder hier zum Leuchtturm hingehen zu suchen oder eventuell sogar hier das mit den Dwemern oder die Brücke. Werden wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen noch machen. Ich bedanke mich aber schon mal dafür, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! Thank you.